Der französisch-deutsche Baumaschinenhersteller Mecalac zählt zu den besonders innovativen Anbietern im Bereich mobiler Erdbaumaschinen und ist zudem Marktführer für Kompaktmobilbagger in Frankreich. Auf der Intermat 2012 präsentiert Mecalac dem Fachpublikum mit dem AS900 Tele seinen neuen Teleskop-Schwenklader. Der 63 kW starke Radlader verbindet die Vorteile eines Schwenkladers mit der Flexibilität eines Teleskopauslegers. Ergebnis sind eine Hubhöhe von 4,72 m und eine Reichweite bis zu 3,50 m. Mecalac spricht dabei insbesondere Kunden aus den Bereichen Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Industrie, Recycling, Landwirtschaft und Kommunen an. Darüber hinaus erweitert Mecalac seine MCR-Baureihe. Die findige Kombination von Skidsteer-Lader mit einem Kompaktbagger wird neben dem 8 MCR um ein 10- und ein 6-Tonnen-Modell ergänzt. Dr. Georg Sick, CEO und Gesellschafter der Group Mecalac, stellt das aktuelle Produktportfolio vor. Das Produktportfolio jetzt mit mobilen Baggern, Articulated oder auch den Skidbaggern, wie wir sie nennen, 8 MCR, wie auch die Schwenklader haben eins gemeinsam, sie haben auf der Baustelle eine hohe Mobilität und bieten über ihre normale Funktion hinaus, wie die Franzosen sagen, die Multifunktionalität oder die Polyvalence des Gerätes. Und das ist genau das, was der Kunde an diesen Geräten schätzt. Er kann wesentlich schneller seine Prozesse bewältigen und er ist den vielfältigen Aufgaben auf der Baustelle besser gerüstet. Sicherheit für den Anwender, so Dr. Sick, ist bei Mecalac schon im Konstruktionsprinzip der Maschinen begründet. Wenn Sie überlegen, dass Sie mit einem Mecalac-Schwenklader, einem Starrahmenkonzept, eine Last aufnehmen können und diese Last bei voller Fahrtgeschwindigkeit verschwenkt bewegen können, dann bilden Sie ein Sicherheitsgebäude für den Fahrer, das bei allen anderen Radladern nicht erreicht werden kann. Stellen Sie sich einen knickgelenkten Schwenklader vor, der allein durch seine Lenkbewegung schon eine Absenkung der zulässigen Last erfährt. Und wenn er dann noch schwenkt, noch weiter absinkt. Das heißt, der Fahrer muss permanent nachrechnen, in welchem Bereich er sich eigentlich bewegt. Und das können Sie mit einem Mecalac-Schwenklader vermeiden. Die Last, die Sie vorne aufnehmen, können Sie fahren, Sie können lenken und Sie können verschwenken. Das halte ich für einen bedeutenden Vorteil, wenn man über Sicherheit auf der Baustelle spricht. Ein Schlüsselmerkmal der Mecalac-Bagger ist der innovative Arm mit 5 Gelenken. Dieser Mecalac-Arm eröffnet gegenüber einem Standardbagger neue Einsatzmöglichkeiten. Ein verbindendes Element bei allen Mecalac-Baggern ist der Mecalac-Arm. Der Mecalac-Arm ist dreigeteilt. Es ist ein Arm mit 5 Freiheitsgraden, also Gelenken. Und ein wesentliches Element ist das Knickgelenk im zweiten Segment, das nicht wie beim normalen Kompaktbagger am Fuße des Baggers ist. Und dadurch können Sie über Hindernisse hinweg mit Seitenversatz baggern. Zum Beispiel können Sie über die Leitplanke einer Autobahn hinweg baggern. Das geht mit keinem anderen Gerät dieser Welt. Darüber hinaus ist der Arm in seiner hinteren Stellung mit seiner Masse oberhalb der Fahrspur. Das heißt, Sie brauchen nicht das Moment aufzuwenden, um diesen Arm zu bewegen und haben dadurch hohe Hebekräfte zur Verfügung, um in unmittelbarer Nähe der Maschine Prozesse zu verrichten. Zum Beispiel eine Schalung zu ziehen, für die Sie üblicherweise ein wesentlich stärkeres Gerät bräuchten. Mit dem Mecalac können Sie das mit einem 9-Tonnen-Gerät ohne Probleme bewältigen. Der Mecalac-Arm ist natürlich auch in unserer Weltinnovation verbaut, dem 8 MCR. Sie wissen, das ist eine Kombination aus einem Skidsteer-Delta-Lader, also kettengetriebenes Skidsteer-Fahrzeug, mit einem Kompaktbagger. In Verbindung mit dem dreiteiligen Multifunktionsarm entsteht daraus eine völlig neue Geräteklasse. Insbesondere kommt bei diesem Produkt zur Geltung, dass wir den Arm an das Schild anlegen können und das Gerät mit einem Knopfdruck umstellen können auf eine Skidsteer-Lader-Funktion. Und das Gerät kann an der Baustelle tatsächlich zwei Geräte ersetzen.
Der Betreiber spart Transportkosten, er spart Investitionen, er spart Abschreibungen, er spart Spritkosten und er hat diese Prozessvorteile der Multifunktionalität. Über die Produkte hinaus informiert Mecalac auch über strategische Aspekte. Bereits zu Jahresbeginn wurde die Zwei-Marken-Strategie aufgelöst. Somit werden die Ahlmann-Produkte künftig ausschließlich unter der Marke Mecalac vertrieben. Mit der Kiesel GmbH gewann das französisch-deutsche Unternehmen zudem einen starken Vertriebspartner in Deutschland. Natürlich sind unsere Geräte technisch aufwendiger als ein Standardgerät, das ist keine Frage. Aber die Prozessvorteile sind so überzeugend, dass wir doch nach und nach auch mehr deutsche Kunden für unsere Maschinen begeistern können. Wie geht das? Das geht nur und alleine über Training, Ausbildung, Ausbildung der Fahrer und Ausbildung natürlich der Chefs und der Einkäufer über die Prozessvorteile, die diese Maschinen bieten. Es ist ganz klar, dass ein Multifunktionsgerät oder auch schon ein Swinglader einen Prozessvorteil für den Kunden nur auf seiner Baustelle bieten kann. Deshalb müssen wir Vorführungen machen, rausgehen zum Kunden, seine Prozesse anwenden, ihm diese Vorteile nahebringen. Vertriebspartner Kiesel erweitert durch die Kooperation mit Mecalac sein Programm um multifunktionale Kompaktmaschinen. Mecalac selbst baut durch die Kooperation sein Vertriebs- und Servicenetz in Deutschland deutlich aus. Bauforum24TV. Construction in Motion.